So, liebe Freunde, damit nicht genug heute, was die Updates angeht, haut Nintendo heute noch einen raus, nämlich Animal Crossing New Horizons, kostenloses Update am 23.04.2020. Und ich bin, so wie bei dem anderen Video, komplett jetzt unvorbereitet und ich weiß jetzt nicht, was sie da als kostenloses Update haben. Wir haben ja jetzt den Tag der Erde, der jetzt demnächst ansteht, aber laut den letzten Leaks, die es gab, geht es darum, neue Kategorien, was Früchte angeht, neue Sachen wie Sachen zum Anpflanzen, neue Objekte, Gebäude, neue Gegenstände und so weiter und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt mal gucken, ob genau das, was geleakt wurde, auch der Wahrheit entspricht. Neue Besucher. Okay. Gerzfahrende Gärtnerei. Oh. Machen wir jetzt mal ganz kurz Stopp. Das heißt also, wir bekommen neue Pflanzen und neue Bäume. Und wir sehen sogar mal, dass diese Setzlinge sogar eine Grafik bekommen. Das ist schön. Warum machen sie das nicht überall? Hier sind dann hier diese Blumensamen. Und wenn ich diese Blumensamen sehe, denke ich mir, toll, welchen muss ich denn jetzt kaufen? Und muss dann immer durchgehen und muss mir die Namen merken. Aber jetzt hier diese Setzlinge mit Grafiken zu setzen, finde ich schon mal richtig geil. Daumen hoch, Nintendo. So, was sehen wir hier? Sehen wir hier irgendwas Neues? Nein. Reiners Schatzkutter. Ist das der Schwarzmarkthändler? Aha, Kunstgegenstände. Kaufe Gemälde und Antiquitäten. Das Museum wird erweitert. Sieht aber jetzt gar nicht größer aus. Aha, Kunstgegenstände kommen jetzt dazu. April und Juni, da sind die Events. Tag der Natur. Okay, nicht Tag der Erde, Tag der Natur. Tag der Naturaktivitäten gibt es dann extra Nookmeilen. Ganz wichtig. Pflanze Buschsetzlinge. Okay. MyFire-Ticket einlösen. Also alles Roger. MyFire-Ticket, das heißt, besuche eine besondere Insel, die nur für bestimmte Zeit verfügbar ist. Was kann man da machen? Die Mai-Feierei. Museumstag. 18.05. bis 31. des Internationalen Museumstags halten wir heute eine Stempeljagd ab. Sammle Stempel und um Belohnung zu erhalten. Das heißt also, man muss dann was im Museum machen. Hochzeitssaison. Sie lassen jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag ein paar Fotos machen. Ganz schnieke mit Kulisse und allem. Mhm. Okay. Oh, das ist ja nett. Aber schade, es sind noch nicht die Sachen dabei, die ich jetzt erwartet habe. Beispielsweise die Cafeteria. Die Cafeteria, die Erweiterung von Nepp und Schlepp ihrem Laden und die neue Kategorie für die Meeresfrüchte, die neuen Obst- und Gemüsesorten, die kommen sollten. Das ist jetzt alles noch nicht dabei, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Ich jedenfalls finde es interessant, dass das in dem Augenblick natürlich hier das Update mitwirkt. Und ja, ich würde sagen, interessantes Update. Schön, dass sie da endlich mal Grafiken einbauen. Das ist ja das, was mir wirklich sehr stark gefehlt hat in Animal Crossing. Und jetzt mit den neuen Grafiken, denke ich mal, wird das auch nochmal ein bisschen attraktiver. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffen wir mal, dass dieses Update nur ein kleines Update ist und ein richtiges Update dann noch kommt. Was mir allerdings Angst macht, kostenloses Update. Oh mein Gott, es wird irgendwann noch DLCs geben. Lassen wir uns überraschen von Nintendo und mal schauen, was heute noch so für Updates kommen. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.